willkommen bei Mach mal Kimchi, Leute. Wir sind wieder zurück in unserem gruseligen Raum. Montag haben wir ja Prank Wars gestartet und wir sind auf jeden Fall gute Stimmung, heute gruselige Sachen zu machen. Ja! Ja, wir werden heute ein riesiges Gruselkabinett aus diesem Raum hier machen. Genau. Unten im Keller machen wir das. In dem Raum hier bereiten wir alles vor. Aber letztes Mal, als wir hier waren, also am Montag, hat dieses Licht die ganze Zeit so mega weird geflackert. Hä, hey, wieso ist das Licht jetzt aus? Hast du das? Oh mein Gott. Ich fand's richtig gruselig. Der Raum ist auf jeden Fall ein bisschen verhext. Ja. Also, irgendwas ist hier ganz komisch. Irgendwie schon. Was ist jetzt schon wieder passiert? Jakob, deine Auftritte, die machen mich wirklich Angst. Ey, ihr habt gesagt, ihr macht Prank Wars. Ich wollte mitmachen. Alter. Und es soll creepy sein. Also, ey, willst du mich verarschen? Komm nicht. Okay, Freunde, wir bauen jetzt hier die erste Falle für die Leute. Yeah. Und zwar wird das hier ein sehr, sehr lauter Raum werden. Genau. Beziehungsweise die Leute müssen sehr leise sein, denn da hinten ist dann der schlafende Gigant, den man nicht aufwecken muss. Wir haben uns nämlich überlegt, in Freizeitparks gibt es ja auch immer diese Leute, die halt, also diese echten Menschen, die immer Leute erschrecken. Und da haben wir uns überlegt, wir holen einfach so einen riesigen Menschen. Nein, also wir haben jemanden gefunden, zwei der Meter einfach 2,12 Meter, 2,12 Meter groß riesig. Ist. Das ist er. Er wird auf jeden Fall gleich hier irgendwo in der Ecke stehen. Genau, er und wenn wird das heißt, so möglich schlafender Gigant sein. Genau. Aber hier, dieser Raum wird halt komplett dunkel sein und wir machen einfach ganz viele Fallen. Davon macht man auf. Ja. Okay, nice. Okay, nice. Wir sind noch so ganz viele kleine Fallen irgendwie. Ja, wir legen gleich noch richtig viele kleine Szenen. Ja, nice. Ist umgefallen schon? Ja. Nice. Egal. Was? Hast du eine Mauer gemacht? Oh mein Gott. Das Ding ist, die sehen ja eh nichts. Das heißt, dieser Raum ist einfach dunkel. Ist ja ultra geil. Dann kann also, die da einfach passiert gehen. Passiert so oder sowas. Ich mache hier einfach so einen Dschungel hin. Ja, perfekt. Hoffentlich verheddern die sich. Guck mal, ich glaube, das reicht auch schon, oder? Also wenn die hier safe. Wirklich nicht also, wenn die hier knallen, dann weiß ich auch nicht. Pass auf, also erstmal werden die so hier kommen. Und dann machen die so, oh mein Gott. Und dann werden die hier so verheddert und dann klatschen die alles um. Ja. So wird es klappen. Und spätestens bei unserem goldenen Turm, da wird er auf jeden Fall aufwachen. Spätestens da. Also wenn er da nicht aufwacht. Dann okay, nice. Schlaf, der Gigant. Dann ab zum nächsten Step, oder? Oh mein Gott. Das hier wird der Megageist, der gleich von ganz hinten nach vorne die Leute erschrecken soll. Der braucht noch ein bisschen sein Gewand, weil der sieht gerade irgendwie ein bisschen kahl aus. Ich würde sagen, das mache ich ihm mal rum. Zack. Damit er auch ein bisschen creepy aussieht. So. Es fehlt ihm nur noch so ein gruseliger Kopf oder sowas, aber dann. So. Der ist hier auf so Seilen befestigt, oder? Das heißt, der kann sich so von vorne nach hinten bewegen und kommt dann halt so. Ja. Auf die Leute zu. Es wird, glaube ich, etwas creepy. Das hier ist unser Puppenraum. Hier stehen Moritz und ich später noch dabei zwischen diesen ganzen Puppen und werden die Leute erschrecken. Aber wo ist Moritz überhaupt? Hallo, ich bin auch hier. Was geht? Habt ihr mich erkannt? Das war doch so realistisch, Leute. Ich finde, das sieht so gruselig aus. Ja, ich würde sagen, jetzt richten wir uns hier diesen creepy Puppenraum ein. Ja. Ja, wir brauchen jetzt. Achso, ja, ich habe den das aus dem gerade geklaut. Ich muss ihn jetzt wiedergeben. Nicht, dass sie mich noch umbringen hier. Sorry. Die sind echt schwer. Komm, der Ehrenmann kriegt hier die Brille. Oh yeah. Er hat die Haare. Wem gehören die Haare, Leute? Ah. So. Ich glaube, der Dame mit der Kappe. Oh, der Dame. Es tut mir leid, die junge Dame. Wir kriegen ihre Kappe wieder. Ihre Haare geklaut. Das ist doch eine gute Position. Eine gute ich Position. Ich habe seinen Oberkörper verdreht. Im Arm. Achso, warte mal. Schnieke. Oh, sorry. So. Oh mein Gott. Gleich auf diese leeren Teile hier. Junger Mann, Sie haben Ihre Hand verloren. Und sehe ich aus wie eine Puppe? No? So, Freunde, ich baue jetzt hier die XXXXXXXXXXXXL-Spille. Die wird auf jeden Fall richtig geil. Ich habe richtig Bock und jetzt habe ich schon den ganz kleinen Kopf vorbereitet. Das ist Papier drin und Kaninchenzaun drumherum. Und jetzt muss ich das Ganze nur ausfüllen mit so einer Masse, damit das auch
richtig schön fest wird. Dann wird das Ganze hier raufgeschraubt. Und ja, ich würde sagen, versuchen wir es mal. Hoffentlich klappt das auch. Ein Freund will mitgucken. Wir haben einen kleinen Spinnenfreund. Du kannst mitgucken. Er wird leider ein bisschen größer als du. Oh mein Gott, Alter! Deine Freunde, Mann. Das ist eine Invasion. Es kommen immer mehr Spinnen rein. Alter! Scheiße! Nein! Ey, die Spinnen sind für dich! Ja! Was machst du da überhaupt? Ich mache eine Riesenspinne. Ja, und was ist das? Das ist eine XX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